Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und zwar mal wieder ein Update-Video zu dem Monat Februar. Und ich muss euch leider sagen, der Stapel ist diesen Monat auch nicht so groß. Ja, ich habe mir zwar auch noch andere Sachen gekauft, die dann etwas teurer waren. Wie zum Beispiel dieses Shirt hier, das gehört dazu. Ne? Und naja. Dann habe ich mir noch natürlich noch andere Sachen gekauft, aber das folgt jetzt in diesem Video. Und sage mal so, die Zeit rinnt und beginnen wir einfach mal. Zuallererst möchte ich mit einer Figur beginnen, die ich einfach nur geil finde. Und zwar Tokyo Ghoul, eine Tokyo Ghoul Figur von dem Ken. Einfach nur genial gemacht, diese Figur. Man kann sogar, das habe ich nicht gesehen, seine Ghoul-Krallen hinten rausnehmen. Und den auch so stehen haben. Also richtig geil, diese Figur. Ein Unboxing-Video gibt's und ihr wisst ja, wo ihr dann nachschauen müsst. Ja, dann ist es endlich mal soweit gewesen. Mein Auslandsimport-CDchen ist endlich gekommen. Nach einem Monat, sogar fast über einem Monat, unterwegs die gebrauchte CD. Und zwar von Cold Rain Final Destination. Ich habe es mir schon angehört und ich habe so Favorite-Songs dabei. Die sind richtig, richtig, richtig geil und gefällt mir richtig gut. Wer auch ein bisschen Metal steht, so in der Art wie Bullet for My Valentine, ein bisschen ruhiger, also nicht so extrem Geschreie, der kann das echt sich mal reinziehen. Richtig coole Musik, kann ich echt jedem empfehlen. Ja, dann habe ich mir auch mal wieder ein paar PlayStation-Spiele geleistet. Einmal gebraucht habe ich mir die Uncharted Nathan Drake Collection geholt und für einen guten Preis. Let's Play seht ihr ja momentan bei mir auf meinem Kanal. Und momentan, was ich jetzt immer zocke, ist gerade natürlich Far Cry Primal. Auch etwas günstiger bei eBay gekauft, neu. Aber wenn ich es durchhabe, verkaufe ich es gleich wieder. Ihr wisst ja, warum ich das jetzt immer so mache, weil es liegt dann einfach nur rum. Einmal durchspielen reicht für mich und dann bin ich glücklich. Kommen wir jetzt zu den Filmen, Schrägstrich Serien, Schrägstrich eigentlich fast nur noch Animes. Oder sagen wir einfach mal, Schrägstrich DVD, Blu-ray. Ja, ihr habt richtig gehört, DVD und Blu-ray. Ja, ja. Und als allererstes beginnen wir mit Sankarea Volume 2. Volume 3 habe ich mir schon vorbestellt. Wird dann jetzt im März erscheinen. Ja, kommt natürlich in ein Unboxing-Video von mir, ist ja klar. Und dann sind alle Volumes komplett. Ich hoffe ja, dass da ich etwas Glück habe bei dem dritten Volume. Wenn ich es habe, dann kann ich es euch dann sagen. Wenn ich kein Glück habe, dann kaufe ich mir natürlich die Manga-Bände. Und werde die dann auch ja in meinem Update-Video dann mal zeigen. Ja, dann kam etwas lange nichts mehr bei mir. Bis dann zur Mitte des Monats. Und zwar eine Vorbestellung von Amazon. Momentan noch Amazon exklusiv. Wer weiß, wie viele noch da sind. Und zwar Rage of Bahamut Genesis. Ich kann euch nur eins sagen zu dem Anime. Ich habe die mir angeschaut und ich verrate nichts. Warum verrate ich nichts? Weil mein neues Format geht jetzt endlich weiter, nämlich Godzilla hat geklotzt, wird jetzt demnächst erscheinen, ist jetzt schon fast fertig gedreht und blub, ihr werdet euch freuen, was da alles wieder erscheint. Jedenfalls, geile Veröffentlichung, muss ich sagen, der Preis hat es schon in sich für Blu-ray, aber ich muss sagen, Drachen, mit mir ist es schon geschehen, also wahnsinnsgeil. Rage of Bahamut Genesis. Dann kam noch eine Vorbestellung mit dazu und zwar No Game, No Life. Da kann ich euch schon dazu sagen, der Anime ist richtig geil. Leider mit so einem scheiß fucking Cliffhanger, aber trotzdem gefällt er mir. Und vielleicht kommt ja noch eine Fortsetzung. Leider hat mir ein Abonnent schon geschrieben, dass es wahrscheinlich nie eine Fortsetzung geben wird. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und so alt ist er nun auch nicht, erst von 2014 und wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal eine Fortsetzung und bei diesem coolen Schuber und alles drumherum muss man sagen, diese Veröffentlichung ist auch wieder richtig gut gemacht, KSM macht weiter so. Und es geht weiter und zwar natürlich in dem Anime-Bereich und zwar habe ich mir gegönnt, ich wollte sie schon immer mal haben, dann habe ich gesehen, bei Amazon ist die gerade ausverkauft und nicht lieferbar. Was ist da los? Habe ich mir gedacht, okay, kaufst du dir zwei bei Minimops, kaufst du dir zwei bei eBay neu. Und da habe ich mir Guilty Crown geholt, alle vier Volumes, auch schon komplett angeschaut. Ihr wisst ja, wenn ich mal Urlaub habe, dann suchte ich gleich alles durch, ja. Habe ich schon angeschaut und ihr werdet es erfahren in meinem kommenden Godzilla hat geklotzt Video, ja. Wie gesagt, geile Veröffentlichung, Unboxing Video gibt's und schaut einfach mal da rein. Dann habe ich mir noch gegönnt beim Müller Helsing OVA Volume 5, Volume 10, die letzte
jetzt ist die Box endlich komplett und ich schaue mir jetzt endlich mal Helsing komplett wieder an und ich freue mich schon drauf. Unboxing-Video gibt's und dann, wie ich es finde, Helsing, bis jetzt finde ich es richtig geil, aber wie ich es gesamtbildlich finde, sieht er dann, mein Gott, sie hat geklotzt. Jetzt kommen wir auch mal wieder zu einem Film. Ja, diesen Monat sind eigentlich ganz schön wenig Filme dran gekommen. Naja, was soll's. Auf jeden Fall habe ich mir geholt Sinister 2, auch schon angeschaut. Was ich davon halte, ist er gut, ist er schlecht? Wie ist er nun, die Fortsetzung? Seht ihr in meinem Gott, sie hat geklotzt Video. Das folgt hundertprozentig. Ich habe es euch versprochen und es kommt auch. Also Sinister 2, gekauft, geschaut und seht ihr dann, wie ich es finde. Ja, und dann möchte ich mich auch noch herzlich bedanken beim Movie Markus, ne, falls du das Video siehst, hast mir auf die Idee gebracht, das zu kaufen und hast gesagt, die Erstauflage ist eine schöne Edition und eigentlich macht scheiße, jetzt kostet die so viel und dann hast du gesagt, schau mal, irgendwie bei Amazon, da gibt's die eigentlich schon noch bei Medimobs und Rebuy und dann gesagt, okay, probier's mal aus bei Medimobs, warum nicht? Und ich kann nur eins sagen, irgendwo, wow, ne, auf jeden Fall habe ich mir gegönnt die Schatzinsel auf DVD, ihr habt richtig gehört, DVD. Ja, auf DVD. Schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe die erste Folge reingemacht. Natürlich ist die Qualität jetzt von Blu-ray oder von neueren Animes etwas anders. Aber hat Erinnerungen geweckt und ich finde es richtig cool. Ist sogar ein richtig schönes Digipack. Ich habe jetzt kein Unboxing davon gemacht, weil ich will jetzt auch nicht mehr so sehr von gebrauchten Sachen Unboxing-Videos drehen. Außer ihr wollt es noch sehen, dann zeige ich es euch mal noch genauer. Aber es ist echt so ein schickes Digipack. Könnt ihr vielleicht so schon ein bisschen sehen. Echt geil gemacht. Richtig cool. Und gefällt mir auf jeden Fall. Da ist noch so ein kleines Booklet drin und die Disc. Wenn man die abmacht, ist dann ein kleines Motiv wie von der Disc drauf. Also richtig geil gemacht. Also top. Wenn ihr es genau sehen wollt, ich glaube beim Movie Markus, Movie Fan. Ich kann jetzt die Zahl nicht auswendig im Kopf. Tut mir leid, falls du das Video siehst. Hat wunderschöne Bilder auf seiner Webseite, deswegen schaut doch mal da vorbei. Und ja, die Schatzinsel, 35, 36, irgendwie sowas gekostet. Und ja, konnte ich nicht widerstehen und muss in meine Sammlung ein. Oder eher gesagt, musste. Ja, und es gab dann ein Zavi-Angebot und ich konnte nicht widerstehen. Ist auch anscheinend jetzt ausverkauft. Und irgendwie erinnert mich das immer an einen Metallica-Song, wenn ich den Titel immer laut vorlese. Und es hat einen deutschen Ton und ich finde es irgendwie schlicht gehalten und irgendwie schicker als die deutschen VÖs. Deswegen habe ich mir gekauft bei Zavi Misery. Ja, ein richtig coole Stephen King Verfilmung. Ja, Stephen King Verfilmung war das, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall richtig geiler Film. Und wie einer sagen würde, ja, da muss einer so richtig gut leiden. Ne, auf jeden Fall. Cooles Steelbook ist noch verpackt. Ich habe es noch gar nicht ausgepackt. Unboxing-Video. Ihr müsst mir schreiben, wenn eins kommen soll. Kommt eins, wenn nicht, dann lasse ich es einfach mal sein, weil ich habe ja gesagt, ich unboxe ja nicht mehr alles und ja, Misery. Und da kommen wir jetzt auch schon leider zum letzten Artikel, den ich mir gekauft habe. Und ich habe mir den vorbestellt auf der Webseite, falls ich beim Gewinnspiel gewonnen habe oder auch nicht. Ich glaube, ich habe nicht gewonnen, weil sonst wäre ich nicht schon erfahren, oder? Ich glaube nicht. Aber es war dafür etwas günstiger und ich liebe diesen Anime. Ich weiß auch nicht, das ist einer meiner Favorite-Animes, also einer meiner Favorite-Edgy-Animes. Wirklich wahr. Lache ich mich immer wieder kaputt und ich finde es sogar, dass er jetzt rauskommt. Ich hoffe, die ganzen anderen Staffeln und die OVAs ist so ein bisschen, man weiß jetzt nicht, ob die wirklich kommen, aber die anderen Staffeln ist wahrscheinlich hundertprozentig sicher, weil ich glaube, der verkauft sich schon sehr gut, der Anime. Und zwar geht es um To Love Root Rubble. Ja, das erste Volume, es werden 6 Stück rauskommen. Finde ich schon etwas übel, 6 Volumes. Ich bestelle die mir jetzt immer vor, da kostet es pro Volume 25 Euro auf Blu-ray, das heißt dann 150 Euro. Ist schon ein Batzen Geld. Sind aber dann 26 Episoden. Und wenn man... Was für ein Anime hat denn noch so viele Episoden? Okay, Fate Zero ist auch nicht gerade. Oder Fate Stay Night. Ist auch ganz schöner Preis eigentlich. Oder Helsing. Ja. Ist ja immer ein Volume für Volume. Und da hat man eigentlich Glück, wenn man die immer zeitversetzt kauft. Wenn ich dann so wieder so ein Spargen bin wie bei Guilty Crown und kaufe mir dann alle Volumes auf einmal, dann hat man schon ein Batzen Geld weg. Und so Volume für Volume geht's einigermaßen noch. Also wenn man sich ein Anime eigentlich gönnen will, sollte man Volume für Volume kaufen. Wenn er dann nicht gefällt, kann man dann immer noch verkaufen. Und Gott sei Dank habe ich es bis jetzt noch nicht gehabt. Ich hatte schon die Befürchtung, das erzählt er ja bei Gott sei Dank geklotzt. Jedenfalls geht's um To Love Root Trouble. Ich hätte ein Unboxing-Video machen können, aber es ist einfach nur so ein Pappschuber. Also ein schöner Glanzschuber, wo leider dieses depperte FSK-Logo vorne drauf ist. Das wurmt mich etwas. Hinten die ganzen Infos. Und dann haben wir hier das ohne FSK-Logo. Dann auch die ganzen Episodenbeschreibungen, ne?
Und innen drin ist halt dann noch das Poster und dann noch Werbung zum zweiten Volume und dann dieser Sammeltaler. Und dieser Sammeltaler, wenn man alle 6 Stück hat von allen Volumes, schickt man die dann anscheinend mit noch so einer Registerkarte ein und bekommt dann einen richtig tollen Sammelschuber. Da bin ich schon richtig drauf gespannt. Dauert jetzt dann wahrscheinlich noch ein halbes Jahr, bis ich das habe. Ich glaube, Monat für Monat kommt es jetzt raus. Hoffe ich, bitte, keine Verschiebungen. Ich will es jetzt halt Monat für Monat kaufen. Filmkonfekt-Anime, bitte, bitte. Und jedenfalls, ich hoffe auch, dass wirklich Motto To Love Rue rauskommt und auch To Love Rue Darkness, weil ich das richtig geil finde. Und ab To Love Rue Darkness wird es ein bisschen actionlastiger. Das ist nicht viel, aber ich finde es irgendwie dann lustiger. Ab Motto und Darkness finde ich das dann noch richtig, richtig geil. Und auf jeden Fall, To Love Rue Trouble habe ich mir gegönnt. Ja, und das war's dann auch schon wieder von mir. Wie würde jetzt Deadpool sagen, hey, nice Shirt, ne, hier mit meinem Shirt. Auf jeden Fall, ja, das war's dann. Und ich sag mal, tschüss. Aber halt, da fehlt ja noch was. Das Super-Duper-Mega-Bild muss ja gemacht werden, ne. Das Super-Duper-Mega-Bild, wenn ich diesen Riesenstapel hochhebe. Riesenstapel. Und, es ist gar kein so großer Stapel, wie ihr sehen könnt. Balala, das sind alles DVDs und Blu-rays, die ich hab. Und Wenn ich noch die Games dazu tue, bam, gehört so ein bisschen dazu. Und wenn ich dann noch die CD dazu tue, bam, ist der Stapel auch noch nicht so groß. Kommt jetzt da noch die Figur drauf, ist der Stapel doch etwas wackelig. Und dann sage ich da nur, ha, ho. Ne, ihr wisst ja, wie ich meine, ne? Ja, ich bin schon etwas verrückt. Die Lache klappt leider nicht immer, wenn ihr es erhofft habt, ne? Auf jeden Fall, ja, wir sehen uns ein andermal. Macht's gut und passt auf euch auf. Warum sage ich eigentlich diesen komischen Spruch? Schaut wieder rein, wenn es wieder heißt, ich habe ein Update-Video für euch oder ich habe was geklotzt. Bis dann. Tschüss.